Tacken YouTube, hier ist wieder euer Chris Mo und ich habe mir gedacht, wir machen weiter, weil es ein Spiel ist, was man ehren muss und wir werden einfach jetzt da weitermachen, wo wir hoffentlich aufgehört haben, in irgendeiner, ja genau, also wir haben hier zwei Levels gemacht, die ja im Koop auch noch kommen sollen und das hier ist ja jetzt die Classic-Version, wie ihr ja gelesen habt. Und ich werde es weiter auf normal spielen. Muss ich mal was zu sagen zu normal. Ich bin eigentlich ein Einzelspieler, der Shooter recht bequem spielt. Und normalerweise spiele ich das Thema auf leicht. Also, und ich spiele es aber halt diesmal auf normal, um noch ein bisschen Herausforderung zu haben und um euch nicht ganz so zu langweilen. Ein bisschen Ärger schadet ja nicht. Naja, das wollte ich halt nur sagen. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen Fastbild. Ist ja scheißegal. Schaut einfach hin und vergleicht, wenn ihr wollt. Oh, ein Thompson. Wait for me, Montezuma. Here I come. Warte auf mich, Montezuma. Hier komm ich. Wir haben einen Brief. Die Stadt der Götter, Montezumas Maske. Ja, in diesem Hof steht ein Altar, der Platz für zwei Masken bietet. Die Masken stehen für die verschiedenen Gesichter Montezumas. Das war einer der mächtigsten und gewaltigsten Herrscher von Teotihuacan. Montezuma benutzte diese Masken, wenn er recht sprach. Die gefährlich grimmige Maske bedeutete, dass Angeklagte kaum eine Chance hatte, mit seiner Tat davonzukommen, während die verheißungsvoll fröhliche Maske oft unkontrollierbare Lachkrämpfe und Tränen der Erleichterung hervorrief und dem Angeklagten Hoffnung auf Freispruch verhieß. Der Altar ist leer. Finde die beiden Masken, lege sie an ihren Platz und das Tor wird sich öffnen. Die Masken werden in zwei kleinen Gebäuden links und rechts von dir aufbewahrt. Überprüfe diese also zuerst. Soweit der Plan. Mal sehen, wie gut uns das gelingt. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich auf normal jetzt hier nicht wieder... Also, alles komplett versaue. Was denn jetzt schon wieder... Zorgsölder von Belmes. Hat man die noch nicht? Das wundert mich. Egal. Steht da irgendwas Gutes zu? Beschreibung. Mantle hat die Soldaten aus einem unbekannten Teil der Galaxis auf die Erde gebracht. Früher waren sie eine furchterregende Kriegerrasse. Aber als sie irgendwann mehr Planeten erobert hatten, als sie gebrauchen konnten, setzten sie sich vorübergehend zur Ruhe. Der Großteil der Bevölkerung fuhr zu einem der schönsten tropischen Planeten des Systems in einem wohlverdienten Urlaub. Da sie dort aber von 10 Uhr morgens bis 4 Uhr mittags nur in der Sonne lagen, hatten sie nach einigen Jahren keine Haut mehr am Körper. Ah ja, und dabei kam dann eine Rüstung raus. Gut, das hätten wir geklärt. Hä? Noch wer? Ich hab was Schnorcheln gehört oder wie man das auch nennt. Geheime Munition! Ich liebe geheime Munition! Aua! Hey, cool! Ich schwöre, den da oben drauf kenne ich nicht. Auch wenn ich das Spiel schon zigmal gespielt habe, es gibt immer aber was Neues zu entdecken. Ja, ich glaube, hier hinten ist genug Neues. Jetzt wird es Zeit für die Thompson. Muahahaha. Thompson Power. Und wir dürfen nur 500 Schuss tragen. Es waren mal 990. Irgendwas kreischt da. Was mir gar nicht gefällt. Das kommt nicht gut. Ich
Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Lass mich alle in Ruhe! Hab ihn. Das Thema hatten wir ja schon beim letzten Mal. Nein, 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 nein. Ja. Ja, ich bin gut. Komm her, du Missvieh. Lass mal federn. Das war nichts. Boom. Klatsch. So. Briefchen. Ja, eine Maschinenpistole. Irgendwas Besonderes. Der Oldtimer wurde modifiziert. Ah, und ist daher kompatibel mit anderen Infanterietruppen. Das keinen interessiert. Und wir haben noch einen Brief. Zur Commander. Achso, Söldner und Commander. Na gut. Da steht etwas Ähnliches. Da haben die Entwickler ein wenig gefaulheitet. Bäume. Zu Bäumen müsst ihr unbedingt euch was angucken. Und zwar, natürlich, muss man ja anpreisen, The First Encounter HD. Da haben wir einen Gast, der noch mehr auf Bäume abfährt. Also, Bäume sind ja schon eine coole Sache und sie dienen halt der Umwelt und so und geben frische Luft und man kann Holz aus ihnen gewinnen. Das wissen speziell die Minecrafter und das muss man, boah, muss man schon Respekt zeigen vor so einem Baum. Egal, schaut es euch einfach an. Hier ist eine Seriesbombe und ein verdächtiger Block. Den kenne ich jetzt auch noch nicht, muss zugeben. Aber natürlich war hier auch nichts. Aber hier ist etwas. Geheimes Blutbad. Ah. Nein. So weit zurück wollte ich jetzt nicht. Also, wir müssen unbedingt mal zwischendurch speichern, habe ich das Gefühl. Das war jetzt ganz schön böse. Wait, ja, das kennen wir schon alles schon. Was ist schnell speichern? F6. Montezuma, here I come. Ja, Montezuma, schön, freudig. Ist es dasselbe? Natürlich. Haut doch alle ab. Schon kennt, oder? Das gehört einfach zum Normalen. Ja, also, tut mir leid, dass wir jetzt die Stelle nochmal neu anfangen müssen, aber wisst ihr, was ein großer Vorteil ist? Jetzt seht ihr mal, wie man es auch, wie man die Stelle auch meistern kann. Gerade meistern. Das gefällt mir gerade gar nicht. Also, MG. Und ich hau jetzt einfach mal ab, weil ich Schiss habe. Ich speichere mal. Auch wenn es eigentlich total sinnlos ist und total blöd. Ich glaube, das war eine ganz, ganz schlechte Idee. So, noch mehr. Jetzt haben wir echt Stress. Was habe ich mir denn nur eingehandelt auf normal? Ja, das kennen wir ja. Wollt noch wer was? Ich
bin zu. Ja. Dann bemerke ich, darf nur 10-mal. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Verarsch mich nicht. Ich habe nur 20. Ich glaube, so eine Explosion, das könnte mich jetzt töten. Diese Stille. Diese selige. Selige Stille. So, jetzt. Ja. Ich speichere mal. Das war jetzt dringend notwendig. So viel Zeit haben wir zum Glück jetzt nicht verloren. Dank meines ausgeprägten Sinns für Kopfschüsse, die in Serious Sam auch total viel taugen. Ich wage mich gar nicht in diese doofe Ecke zu gehen. Das Moment, ich könnte ja... Ja... Damit könnte man es sich trauen. Das ist schon ein bisschen feige. Aber egal. Wir campen ja nicht. Es gab hier auch mal... Ich glaube, es gibt hier auch einen geheimen Ort. Nochmal. Die Seriesbombe. F6. Gut, das haben wir. Jetzt kommt wieder unser spezieller Fall. Das wäre allerdings auch eine Möglichkeit, weil ihr habt gelernt, wenn man Minigun oder sowas hat, das habe ich schon mal erwähnt, dann kann man die Raketen abschießen und er wird selber verletzt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. Ah, seht ihr? Ich bin gut. So geht das. Nein. Wieder. Es ist wieder passiert. Okay. Jetzt. Ich schwöre, jetzt schaffe ich es. Fast. Und ich will nicht wissen, wo der dritte gespawnt ist. Okay, das haben wir geklärt. Aber wie schwer das auch ist ohne Rüstung, ey. Ich bin kotzen. Nein. Ich weiß nicht, ob ich es rausschneiden soll. Ist gerade ein klein wenig nervig. Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Nein, das ist jetzt gar nicht gut. Was mache ich denn? Also, was sagte ich vorhin noch von Skills? So, okay. F6. Der sieht mich nicht. Ich mach den mal eben so platt. Ich bin so gemein. Mann, wie feig ist das? Ja, Zero Sam Experte. Man merkt es. Jetzt. Das. Ja. Nein! Was soll denn das? Gehst du wohl drauf? Den haben wir erwischt. Oh Gott. Diese Spannung. Ich halte es kaum aus.
Das ging nochmal so gut. Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir es aber geschafft. Juhu. Ich freue mich. Ja, Gegner, die kennen wir schon. Puh. Diese Aufregung am Morgen. Das ist ein bisschen zu viel für mich. Heute jedenfalls. Ich habe halt nicht so lange geschlafen. Da waren wir. Ja gut. Kümmern wir uns um die erste Fuhre? Die erste Maske? Oder gehe ich erst zur anderen Seite? Mir fällt da gerade noch was ein. Moment, bevor ich es wieder vergesse. Die Schlange. Mit den Zweikämpfen. Ist jetzt zum Prüsseln. Für nur 8,99 Mark. So, jetzt kommen wir zur nächsten Herausforderung. Ich weiß, dass das auch nicht einfach wird. Aber wir haben eine Rüstung für uns. Ja, gut. Das war auch gut. Obwohl wir dabei beinahe jede Menge Schaden bekommen hätten. Zeig dich. Noch mehr. Ich habe noch nie so vorsichtig Serious Sam gespielt. Aus gutem Grund. Nein, der schreit. Gleich noch einer. Ja. Sieht doch gerade mal gar nicht so schlecht aus. Ich weiß auch gar nicht, ob da oben mal was war oder ist. Sieht auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Decke aus. Ich speichere. Ja, weil wir schon mal hier sind. Ich weiß, das muss für mich total spannend sein. Ich kenne die meisten Geheimnisse. Aber wo die Monster ganz genau stehen, weiß ich auch nicht mehr. Und das Spiel ist einfach so episch. Ich mag es einfach. Kanonenkugeln. Das klingt nach jede Menge Ärger. Geheime Kanone, ja. Probleme? Nein. SBC-Kanone, natürlich. Das ist so die stärkste Waffe im Spiel. Die Beschreibung ist einfach nur geil. Und die Munition. Es ist eine SBC-Kanone. Munition. HP-Urankern-Kanonkugeln. Schussfolge variabel. Dies ist die mächtigste Infanteriewaffe der föderierten Truppen. Ihr Feuermechanismus und Lauf wurden nicht von menschlichen Wissenschaftlern entwickelt, sondern in Nachahmung mächtiger technomagischer Waffen aus Mentals Artillerie gebaut. Das Design der Waffe erlaubt es, sehr schwere Geschosse mit hoher Geschwindigkeit abzufeuern und so gute Durchschlagergebnisse zu erzielen. Ihre Ladung äußerst kräftiger Urankernkugeln kann sogar mehrere Zellgegner hintereinander durchschlagen. Anmerkungen: Militärexperten behaupten, dass die Bleiummantelung der Kanonenkugel die potenzielle Gefahr für den Anwender durch Uranverstrahlung vollständig ausschließt. Die Gefahr der Uranverstrahlung am Ziel wird in Anbetracht des Zwecks des Geräts für nicht relevant erachtet. So wie immer. Das klingt ganz nach der USA.